Der hat mich schon vorgewarnt gerade. Der hat gesagt, da kommt eine Frage, du willst sofort wissen, welche Frage das ist. Mit wem? Hier, bei mir aus der Mannschaft. Oh. Ich nehme einfach mal den Flocko. Warum Flocko? Ich glaube, der würde mir irgendwann mal so auf den Sack gehen, dass ich ihn da rausschmeißen würde, dann bin ich wieder alleine. Da würde ich Connor, glaube ich, nehmen. Connor Noss, weil ich ihn einfach schon seit 12, 13 Jahren kenne. Connor Noss auf jeden Fall. Weil ich ihn schon so lange kenne und wir auch Trainingslager und Vorspielen und so immer zusammen ins Zimmer gegangen sind. Jan Anschowski, ganz klar. Weil er mein bester Kollege ist in der Mannschaft. Wir kennen uns seit wir 8 Jahre alt sind und mit ihm wird es auch nie langweilig. Ich würde, glaube ich, sagen Connor Noss, weil er doch schon sehr ordentlich ist zu Hause. Was ich jetzt so im Trainingslager gesehen habe, sieht sehr ordentlich in seinem Zimmer aus. Taubenmüse. Boah. Ja, wahrscheinlich Chris Kramer. Für immer hört sich zwar sehr lange an, aber ich glaube, für die erste Zeit könnte das ganz gut passen. Patrick Herrmann, weil einigermaßen ordentlich, weil handwerklich unfassbar begabt, ganz lustig. Kann super grillen, also der hat so ein paar Dinger, die machen es einfach mit ihm zusammenzuleben. Marvin, because I was same room in the training camp. I think Chiquis, but he speak too much and he sleep too late. Lasso, because he doesn't talk a lot. I think Chiquis, yeah. For sure not Chiquis, that's for sure. Boah, das Rest meines Lebens wäre lang, aber es wäre dann Tobi Sippel, weil ich teile mit ihm schon seit 8 Jahren das Zimmer. Und dem wir waren jetzt auch eine Woche im Tegernsee zusammen, das ist absolut okay. Ein eingespieltes Team sozusagen. Jonas Hofmann. Patrick Herrmann. Der hat mich schon vorgewarnt gerade. Der hat gesagt, da kommt eine Frage, du willst sofort wissen, welche Frage das ist. Also Hoffi ist, glaube ich, auf einer Wellenlänge mit mir. Wir haben viel Spaß, lachen viel und wenn es den Rest meines Lebens wäre, dann wäre es auf jeden Fall der Hoffi. Ich glaube, wir haben jeden Tag was zum Lachen drin. Also da wird es uns nicht langweilig. Ich glaube, mit vielen anderen würde ich es nicht aushalten. Mit Toni zum Beispiel.